Bruder, meine Abonnenten steigen und steigen, Bruder. Was soll ich dir sagen? 40.000. Wie viel? 40.000, Bruder. Nein. Im Moment gibt es sehr viele Instagram-Rapper, meine lieben Freunde. Also, das, ich würde mal sagen, das ist wie so eine kleine Seuche, die sich ein bisschen verbreitet, wie so ein Virus, meine lieben Freunde. Jeder fängt an zu rappen, jeder macht irgend so ein Video vor einem Auto mit 10, 20 Kanaken davor. Und ich, ganz ehrlich, warum mache ich nicht so einen Scheiß, Alter? Dann, ich will auch Klicks haben, ich will auch berühmt werden, Mann, Digi. Vor einigen Tagen habe ich schon über den Rapper Ehrenjan gesprochen, meine lieben Freunde. Unterwegs in einem Benzer und wir rollen. Und wir rollen. Und wir rollen. Und wir rollen. Und zwar sind sehr viele Labels aufmerksam geworden in den letzten Monaten. Um diesen Rapper gibt es einen kleinen Hype, ja. Also jeder reißt sich irgendwie um diesen Rapper, habe ich das Gefühl. Also Khatar ist ein bisschen heiß auf diesen Rapper. Enno beispielsweise vielleicht auch, würde ich sagen. Also Enno und Khatar sind so oder so, so solche richtigen Angler, was so Talente angeht. Also die haben irgendwie ein Ohr dafür und ein Auge dafür, was so, ja, was so Geld bringen kann, würde ich mal so sagen, ja. Die KMN-Gang, insbesondere Zuna, ist wirklich sehr inspiriert von dem Rapper und ist auch sehr interessiert, ihn unter Vertrag zu nehmen. Ob jetzt Ehrenjan und Batu beispielsweise beide auf dem Label von KMN sein werden, das ist jetzt fraglich. Vielleicht gibt es ein zweites Label von der KMN-Gang. Ich weiß es nicht, meine lieben Freunde, wie das genau jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ablaufen wird. Auf jeden Fall wird es da in den nächsten Wochen etwas an Informationen geben in diesem Thema. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden, meine lieben Freunde. Ich werde definitiv noch mehr darüber berichten, wenn euch dieses Thema eventuell interessiert. Ich zeige euch jetzt kurz mal die Instagram-Story von Zuna, wo er Batu und Ehrenjan empfängt, meine lieben Freunde. Also das Verhältnis zwischen den beiden, oder besser gesagt zwischen den dreien, sieht auf jeden Fall ziemlich vertraulich und freundschaftlich aus, meine lieben Freunde. Oh no, wen haben wir denn da? Ehrenjan! Orange Juice. Batu, der fresheste Motherfucker in the Motherfucker Business. Der Webcheck hat einen Bericht gemacht, Bruder. Man muss ihr werdet beobachtet, Jungs. Ich mach jetzt auch wieder los, ja? Ciao, ciao. Ja, meine lieben Freunde, habt ihr diesen Rapper schon abgecheckt? Kennt ihr Ehrenjan? Habt ihr vielleicht schon mal was von ihm gehört? Oder vielleicht auch schon sogar einen Track? Wie findet ihr den Rapper? Wie findet ihr Batu? Wie findet ihr das, dass er langsam anfangen will, jetzt wirklich intensiv mit der Musik anzufangen? Also jetzt nicht nur hobbymäßig auf Instagram. Schreibt mir gerne einen Kommentar, meine lieben Freunde. Insbesondere würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Seid wirklich immer regelmäßig am Start und vergisst nicht. Peace and out.